Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Speed mit mir, dem Alex. Ja, und wir sind in der letzten Folge ein bisschen unten gewesen und konnten ein bisschen was an Sachen farmen. Aber ich bin ja zurückgekommen, eben aus dem Grund, weil mir ein bisschen Fackeln gefehlt haben. Jetzt habe ich mir ein bisschen Kohle aus den Öfen gesnackt. Und ja, hoffentlich werden wir jetzt noch bei unserem weiteren Farming ein bisschen was an Kohle finden, dass wir da auch auf unseren Vorrat kommen, weil Kohle brauchen wir ja auch unbedingt. Aber gut, jetzt haben wir erstmal 2 Stacks Fackeln, ist mehr als genug, würde ich mal sagen. Holz haben wir im Notfall auch noch ein bisschen in unserer Kiste, wenn uns die Sticks ausgehen sollten da unten. Wie gesagt, wir haben unsere Enderkiste ja auch dabei. So, hier, die Sachen können wir schon mal bei mit der Glücksspitzhacke abbauen quasi. So. Ja gut, das war jetzt ein Tick zu weit eigentlich. Aber egal. Ja, wir haben gerade immer noch den Mittwoch heute, wo ich auch aufnehme. Ich nehme heute ein paar Folgen am Stück auf, wie gesagt. Gerade den Mittwoch, wo auch die letzte Folge rauskommt, dann noch direkt. So. Dam, dam, dam. Alter, richtig schön, was hier alles so droppt. Nice. Okay. Ach Gott, schon wieder zu weit gebaut. Ich will nämlich einfach im Endeffekt den hier so aussetzen können. Aber ist ja auch egal. So, egal, dann fangen wir jetzt an, mal wieder abzubauen. Die 3 Blöcke dahin und mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Wir spielen bestimmt wieder so Tonnen an Redstone. Wir müssen die Sachen wirklich langsam zu Blöcken auch dann in den Truhen machen. Wir haben ja auch Tonnen von Redstone jetzt, ja. Ach nee, anders. Moment. Erstmal bauen wir das hier noch ab. Mit der Glücksspitzhacke, zack. Und jetzt können wir die Spitzhacken wieder tauschen. Und jetzt machen wir mal gerade so. So, so. Zack. Oder wir machen dann einfach, ja gut, dafür ist es immer noch zu viel. Das ist immer noch zu viel dafür, dass wir es einfach anders aufteilen über dieses. Doch, jetzt geht's. Okay, dass wir es so aufteilen. Zack. Und fertig. Spare nämlich jetzt ordentlich Platz. Ja, und ihr seht es ja auch, Alter, wie viel Redstone wir hier haben. Das ist echt krass. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Hier haben wir auch noch ein bisschen Holz. Ich finde es immer krass, wie sehr das alles verteilt ist. Wir brauchen auch wirklich bald eine Truhenordnung. Aber gut, das Lapis Lazuli, die können wir direkt hier rüberpacken. Weil, ja, das ist halt zum Verzaubern da. So, okay. Dann können wir wieder mit 2 Stacks Fackeln und so weiter uns wieder auf dem Weg nach unten machen. Das Eisenerz können wir schon mal bald hier reinschmeißen eigentlich in den Ofen. Dann kann das ein bisschen brennen schon. Brauchen wir auch jetzt erstmal nur einen Ofen für, weil wir sind jetzt eh eine ganze Zeit lang weg. Ja, jetzt gehen wir mich wieder runter, gehen wieder in den Gang zurück und, Alter, dieses ist so geil, mit dieser Spitzhacke abzubauen. Wie war es mal? F3 plus H würde ich eigentlich gerne aktivieren. Moment, F3... Ja, genau, jetzt habe ich nicht die Durability, kann man da nämlich auch sehen. F3 plus H, da wird einem die Haltbarkeit der Items angezeigt. Beziehungsweise, ich finde es krass, ich habe auf Deutsch gestellt, aber hier steht doch trotzdem Durability. Durability ist anscheinend, da ist ein F3 plus H Keyword, ist nicht übersetzt. Ah ne, hier wollten wir nicht rein, wir wollten ganz runter und da haben wir dann irgendwo einen Gang gehabt. Hier, oder? Ich glaube, oder ein bisschen weiter? Ja gut, ich glaube hier ein bisschen weiter. Oh, ich liebe diesen Speedbuff, Alter. Ich liebe ihn einfach. Nee, hier war man nicht. Egal. Da waren wir nicht. Das sehe ich in der Art und Weise, wie wir die Wand haben. Da waren wir doch eins weiter vorne. Zack. Und dann gehen wir doch hier rein. Ist im Endeffekt eigentlich scheißegal, aber okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal gleich wieder Essen aufgrund dieses schönen Speedbuffs, wie ich ihn gerade genannt habe. Komm, lauf, 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 lauf. Ach. Das hier ist ein Strip-Mining-Gang, sehr gut. Irgendwie finde ich den Gang von eben gerade nicht mehr. Das ist auch echt nice. Egal, dann laufen wir noch mal ein bisschen hin und her. Vielleicht war es auch noch ein Gang weiter. Vielleicht war es doch der Gang, wo ich eben gerade drin war. Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen verwirrt an dem Punkt. Es müsste dann nämlich doch der Gang gewesen sein, wo wir gerade drin waren. Weil hier waren wir nicht. Da nicht anscheinend. Da. Ist hier hinten noch irgendwo ein Gang? Ja, hier ist noch ein Gang. Geil. Aber... wir haben uns nicht in die Seitengänge gegraben. Von daher muss es der Gang sein, den ich gerade eben so als Bullshit abgestempelt habe. Muss nämlich der hier sein. Wir haben uns nämlich noch nicht in die Seitenwände reingegraben. Können wir jetzt eigentlich auch machen. Komm, wir machen das jetzt mal. Weil ich mache auch nicht diese Taktik mit alle 3 reinbauen, mache ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich einfach alles sofort abreißen kann. Okay, hier ist die Höhle.
Die sparen wir uns mal. Ist mir zu nervig. Gehen wir mal ein Stück weiter vor. Okay, jetzt ist die Höhle anscheinend weg. Okay. Kohle. Guck, und das meine ich mit in die Seitengänge einfach mal reinbuddeln. Wie viel Zeug können wir mit dieser Effizienzhacke uns holen? Gerade jetzt haben wir wieder Kohle. Wir bauen halt alles direkt ab als Blöcke. Wissen wir ja, weil wir eben die Behutsamkeitshacke haben. Hallo, hallo, hallo. Machen wir kurz hier zu. Ich habe keine Lust, dass die Scheiße hier anfängt, irgendwie Scheiße zu spawnen. Deswegen machen wir hier mal ordentlich Fackeln rein. Ich mag es nämlich nicht, in meinen Höhlengängen hier unten Dings zu haben. Monster-Spawnerei zu haben. Wir können hier halt wirklich wie so ein scheiß Holzfäller können wir uns hier alles niedermachen. Und es funktioniert. Zack. Okay. Hier war Eisen, ne? Ja. Es ist halt richtig krass, wie viele Ressourcen wir auf die Art und Weise finden, die wir normalerweise nicht so finden würden, wenn wir normal Strip malen, weil wir halt einfach wirklich hier so reinrotzen können quasi in die Gänge. Das ist so krass, einfach nur. Es ist so krass. Ich liebe diese Spitzhacke. Und man darf ja nicht immer nur sagen, das liegt nicht nur in der Spitzhacke, die Effizienz 5 ist und damit extrem geil ist. Das liegt ja auch an dem Dings. Das liegt ja auch am, ja, quasi. Wir dürfen die Spitzhacke aber übrigens nicht zu weit in den Arsch machen, weil wir, ich muss sagen, so bei 500 müssen wir stoppen, wenn die bei 500 Durability ist, dass wir sie noch easy reparieren können mit ein paar Diamanten und ein paar Level. Irgendwann wird auch diese Spitzhacke im Arsch sein, weil Spitzhacken sind irgendwann nicht mehr reparierbar. Weil sie dann viel zu teuer werden in der Reparatur. So, das ist so krass, was ich hier mit wegholze. Und jedes Mal finde ich hier noch irgendwas in den Wänden, alle paar Meter. Ist echt mega krass und mega cool in dem Bezug eigentlich. Weil wir halt, wie gesagt, so richtig viel Ausbeute jetzt haben. Gerade Eisen brauchen wir ja wirklich, wie gesagt, Tonnen für den Scheiß. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch wenn ich gerade die Worte dafür nicht finde. Aber dafür brauchen wir echt Tonnen an Eisen. Die wir so quasi richtig easy finden. Ich muss meine Spitzhacke mal etwas höher halten, genau, dass die hier nicht immer zu viel wegholzt. So, okay, mal ein bisschen hier die Gänge ausleuchten zwischendurch. Und mal so. Aber es ist hier eh, eins hoch ist halt die Gefahr, wenn wir hier so eins hohe Löcher machen, ist halt die Gefahr, dass da Spinnen drin spawnen könnten. Muss man halt auch so sagen. Weil, klar, irgendwelche richtig fiesen Sachen wie Zombies oder sowas, das geht eigentlich auch noch, eigentlich geht ja alles, aber sowas vor allen Dingen wie Enderman quasi, die können ja gar nicht spawnen. Aber ich finde es echt krass, so sehr eine Gefahr ist das in der 1.8 gar nicht. In der 1.9 werde ich, glaube ich, am Anfang erstmal wieder richtig Schiss schieben, weil die 1.9 halt einfach so hart ist, wenn man das sieht, wie stark Endermans sind und so weiter und so fort. Und eben durch diesen, dass man nicht so schnell schlagen kann, also nicht so spammen kann hier, kann man halt die Leute, die Endermans oder sowas, gar nicht so gut weghalten. So. Und wieder ein bisschen Redstone. Ich hab's doch gesagt, Alter. Ja, okay. Wieder Eisen. Man kann halt wirklich, wie gesagt, richtig, richtig viel mitnehmen. So. Und wieder etwas. Das ist echt so krass geil. Und wir haben direkt ein neues Kohlereservoir gefunden. Ich nehme hier echt, ich glaube, ich beute hier alles irgendwie an Ressourcen relativ schnell aus, die es so mehr oder weniger gibt hier in der Gegend. Das ist halt echt richtig krass. Guck mal, hier finden wir die nächsten Goldressource. Wir kommen auch gerade wieder von Ressource zu Ressource, was extrem geil ist. So, hier bauen wir wieder ein bisschen zu. Also ich will auch nicht immer alles offen lassen, von daher können wir auch ruhig ein bisschen zubauen zwischendurch, weil, keine Ahnung, sonst habe ich eh viel zu viel. Wenn ich nicht mal zwischendurch ein bisschen Stein verbrauche, habe ich eh viel zu viel Stein. Da habe ich zu Hause wieder die Kisten ohne Ende voll. Was mir dann auch nicht so viel bringt, wenn die Kisten immer so mega gefüllt sind. Packt ja auch ab. So, von daher machen wir teilweise eher mal, dass wir ein bisschen was loswerden an Steinen direkt wieder. Alter, wie viel wir schon wieder finden. Ja gut, das mit den Eisen dürften wir echt relativ schnell hinkriegen. Wir müssten so viel Eisen alleine, da ich jetzt vorhabe, mehrere Folgen zu farmen übrigens, um euch darüber mal zu informieren. Dürften wir halt wirklich so schnell wieder die ganzen Ressourcen zusammen haben, die wir wollen. Aber wir sind auf Endstein, okay. Ich habe mich gerade gefragt, was das da ist, aber das ist Endstein, okay. Zack, 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 zack. Na komm, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da.
Okay, alles klar. Das ist, wie gesagt, immer noch, ich feiere es immer noch ab. Das ist halt die absolute Mischung aus Haste und dieser Effizienz 5 Spitzhacke, was das höchste ist. Plus noch diesen Haste 3 Effekt, den wir hier immer haben. Das nimmt einfach das Allerhöchste ein. So. Und da haben wir schon wieder was, ne? Wieder ein Redstone vorkommen. Boah, nee. Sowas nervt echt ab, so ein bisschen. Zack. Wir brauchen halt ein paar mehr Fackeln. Wir brauchen halt richtig viel Fackeln auch. Das ist ein bisschen nervig an der ganzen Geschichte, dass wir so viel Fackeln verbrauchen, aber gut. Das ist halt so ein kleiner Negativteil davon mal wieder. Kann ja nicht alles nur Vorteile haben für uns. The fuck, Alter, was ich schon wieder freigesprengt habe, habe ich wieder ein bisschen Lapis Lazuli freigesprengt. So, man merkt echt direkt jedes Mal, wenn man Redstone abbaut, dauert es eine Tick länger, schon so gefühlt lange richtig, als wie wenn man dann halt, oder Redstone oder Lapis Lazuli abbaut, als wie wenn man dann wieder hier Steinerfen abbaut. Stein ist halt richtig wirklich easy. Jo, Alter, was für Ressourcen wir schon wieder haben. Das ist so krass, einfach nur. Ich weiß, keine Ahnung, die Folgen sind bestimmt nicht so geil kommentiert jetzt gerade, weil ich einfach nur immer wieder so überrascht bin, wie viel Scheiße wir hier jedes Mal rauskriegen. Das ist einfach echt mega stark, die Art und Weise so zu farmen. Das ist halt auch für euch eine geile Sache, weil umso schneller können wir neue geile Sachen machen. Ich meine, ich habe ja schon die letzte Zeit einen Wizard gespawnt und umso schneller ich jetzt hier beim Farmen alles zusammenkriege, was ich brauche, also richtig viel Eisen und so weiter und so fort, umso schneller sind wir halt wieder fertig mit dem Farmen und können uns anderen, denke ich mal, cooleren Sachen widmen. So, ein Ender-Trink wollen wir natürlich auch noch beziehen, obwohl der natürlich, ich glaube, also für mich gefühlt ist sogar der Wizard ein Tick stärker als wieder Ender-Dragon. Aber gut. Den Kampf werden wir uns natürlich auch noch liefern. Aber gut, das ist echt krass, was wir hier alles machen können. Ich will, das ist ja irgendwie so die Welt, wo ich mal alles machen will, was ich normalerweise in normalen Welten bis jetzt noch nicht gemacht habe. Deswegen kommen ja auch hier so viele Folgen, weil ich hier mega Bock drauf habe. Weil ich hier quasi das alles aufholen will, was ich jetzt in der 1.8 oder vorher so immer nicht gemacht habe. Und weil ich, warum kommen überhaupt so viele Folgen die Woche? Das ist auch die Frage. 4 Folgen die Woche ist ja mega krass. Erstens natürlich, weil wir nicht außer Adventure Maps im 2-mal die Woche nichts anderes haben an Videos, was wir aktuell produzieren für Minecraft-Videos, die wir aktuell produzieren. Das ist halt eine komplette Uhrzeit, die wir voll machen wollen quasi. Und die andere, eher wichtigere Grund von mir ist einfach, dass die 1.9 Full Release halt langsam näher kommt. Also es gibt ja den Snapshot schon Ewigkeiten, die aber noch mega laggy sind, gerade was Wasser angeht, deswegen spiele ich die nicht. Aber wenn die Vollversion 1.9 kommt, glaube ich halt, dass ich dann tierisch auf die 1.9 abgehen werde, weil ich ja jetzt schon Craft Attack schaue und so weiter und so fort und da schon eigentlich mega hyped drauf bin. Und, aber ich im Moment gar keinen Bock habe, mich mit diesen riesen Lag-Problemen, die der Snapshot aktuell natürlich noch hat, weil es ein Snapshot ist, habe ich gar keinen Bock, mich auseinanderzusetzen. Aber so, sobald halt, glaube ich, eine vernünftige 1.9 Vollversion da ist, ohne Lags oder mit wenigen Lags und so weiter und so fort, dann werde ich, glaube ich, so in den 1.0 Suchtmuster verfallen, dass ich mich dann gar nicht mehr für die 1.8 motivieren kann. Und deswegen will ich jetzt noch so alles mal machen, was ich irgendwie noch nie gemacht habe. Heißt Beacon bauen und viele andere coole Sachen halt eben machen. Und dieses Speed, wie das Projekt halt heißt, ist halt für mich einfach nur so ein Namensgeber dafür. Und ist halt quasi mit dem Speed-Effekt halt, ist das halt aus dem Grunde geil, weil ich dann nochmal alles einen Tick schneller hinkriegen kann, weil ihr seht, klar tut der Speed-Effekt jetzt auch sein nötiges Übel dazu, dass ich so schnell abbauen kann. Und so kann man halt alles, alle Ziele trotzdem einfach nur schneller erreichen. Man spart einfach nur Zeit dadurch, was dann halt richtig cool für die, wie gesagt, eben angewendeten Sachen ist. Alter, wie viel Fackeln ich verbrauche. Das ist echt nicht normal. So. Na gut, hier ist die ganze Zeit gar nichts. Okay. So, wir können mal die andere Seite wieder machen. Wieder mal ein bisschen einreißen. Und erstmal was essen. So. Ich finde diesen Radius so krass davon immer wieder. Okay, da haben wir wieder ein bisschen Redstone, das wir mitnehmen können. Eisen haben wir da hinten auch. Okay, das heißt, wir und Kohle haben wir hier auch. Das heißt, wir machen erstmal gleich einen Stopp und nehmen alles mit. So, Alter. Allein wegen der Kohle und wegen dem Eisen lohnt sich das schon sowas von mega. Yo, was für ein Kohlevorkommen. Nice. Mega nice.
Da hatte ich eben gerade noch so Probleme und musste noch in der Folge so zurück zu unserer Homebase, um wieder ein paar Fackeln machen zu können. Jetzt habe ich so viel Kohle dabei, dass ich unendlich Fackeln wahrscheinlich machen könnte. So. Na komm. Da, Alter, was für Riesenkohlevorkommen. Alter, Verwalter. Aber gut, wir sind mal 15 Minuten und ich wollte mich etwas mehr an die Zeit halten. Deswegen war es das heute von der heutigen Folge. Wir haben ordentlich was erfarmt. Wir können erstmal gleich unsere Endertruhe benutzen. Im nächsten, ja, quasi ein bisschen unsere Steine entsorgen und ein bisschen unsere Endertruhe benutzen in der nächsten Folge. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, was ist von der Folge? Und wir sind dann wieder, glaube ich, am Montag da. Und haut rein, bis dann. Tschüss.